Küche. Mal sehen, was ich heute machen werde. Ja, lassen wir uns einfach überraschen. Ich weiß es selber noch nicht. Ich habe mir hier meine Farben hingelegt, meine Werkzeuge. Die liegen hier im Wasser. Ich lasse sie lieber da drin. Die kennst du auch. Die habe ich auch in kleiner, weil die Fläche heute ein bisschen kleiner ist. Genau, lege ich die auch ins Wasser. Kleine Schwämme habe ich hier. Die kann man sich auch zurecht schneiden, wenn du willst. Du kannst sie ja einfach abschneiden und dann ja, auch ähnlich verwenden wie die Schwämme am Stiel. Und dann fangen wir einfach mal an. Nicht lange überlegen, einfach machen. Fangen wir mal mit der ersten Farbe an. Gibst du einfach die Farbe so drauf und jetzt gibt der Schwamm halt die Farbe auch wieder gut ab. Dadurch wird sie ein bisschen dünner, wie man hier gleich sieht. Und ja. Ich habe gar nicht so den richtigen Plan. Mal sehen. Ich mische erstmal so ein bisschen Farben, lerne darüber auch das Werkzeug kennen. Kannst auch tolle Linien ziehen. Das macht immer gleich schon Spaß, finde ich, mit dem Werkzeug zu arbeiten. Das ist relativ einfach und du kannst so schön die Farbe verstreichen. Drehe auch immer mal die Fläche, also die Leinwand, dein Malgrund. Dann komme ich jetzt besser auch an die untere Seite dran. Tolle Übung zum Farbenmischen, also die Farben schön ineinander ziehen. Hier oben kann ich auch noch mal so ein helles Grün reinziehen. Das ist immer gut, wenn du deine Farben da einfach alle stehen hast, dass du dann einfach dazu greifen kannst. Noch ein schönes knalliges Rot. Das finde ich ganz gut. Das knallt schön. Ja, erinnert mich jetzt an Herbst. Tatsächlich muss ich jetzt an Herbst denken. Es sind schöne Brauntöne, die so warme Grüntöne, so herbstliche Farben. Und ich mische das hier immer so ein bisschen vorsichtiger mit dem Grün auch. Darüber entstehen wieder neue Farben. Kriege ich schöne weiche Übergänge. Die Schwünge sind toll. Ja, das macht total viel Spaß. Wieder in den Frühling und nehme einfach mal jetzt so pastellige Farben dazu. Also alles so ein bisschen mit Weiß mischen. Das ist jetzt so ja, der nächste Step. Jetzt bin ich schon so ein bisschen warm mit dem Werkzeug oder du jetzt, wenn du das machst. Jetzt gehe ich auf die Blumenwiese. Rosa Blumen und ja, viele Farben und Federn und soll jetzt irgendwie bunt werden. Dem Schwamm geht das auch. Also probier das ruhig, wenn du die jetzt nicht da hast. Du kannst das auch mit einem Pinsel machen, da habe ich auch Videos zu. Also das geht auch, halt immer ein bisschen anders.
es könnten auch so abstrakte Blüten sein, finde ich. Daran, es sieht so federig aus. War eine sehr entspannende Malerei. Also ich konnte mich gut darauf einlassen, auf die Werkzeuge, auf die Farben. So ähnlich wie dies hier, nur ein bisschen anders. Und ja, es macht einfach Spaß. Also die Arbeit mit dem Werkzeug ist ja so fluffig, wolkig, entspannt. So wie wenn man im Himmel guckt. Ja, hier draußen sind die Farben nochmal viel, viel kräftiger und leuchten so schön. Also, ja, gefällt mir richtig gut. Das Arbeiten macht Spaß. Also, worauf wartest du? Greif zu den Farben. Und jetzt bist du dran. Mit dem Schwamm kannst du wunderbar so nass in nass arbeiten, aber auch in Schichten. Du findest dazu auch was im Buch. Also ja, auch das denkt dir deine Geschichte dabei. Für mich war es so, ja, wie auf Wolken oder wie im Himmel gucken und in der Blumenwiese liegen. Also so war das Malen heute für mich und so konnte ich gut abtauchen. Und ja, denkt dir einfach deine Geschichte dabei. Manchmal stresst einen das ja, wenn man gar nicht weiß, womit fange ich jetzt an, mit welcher Farbe. Und ruckzuck ist man wieder in seinem Superkreislauf. Ja, was mache ich heute? Womit fange ich an? Wie male ich überhaupt? Was mache ich hier überhaupt? Das geht mir auch so natürlich und das gehört auch mit dazu. Also schau dir einfach die Videos an, lass dich inspirieren und vor allen Dingen nicht unter Druck setzen. Das ist nur deine Gedanken, die dich dahin bringen und die kannst du bei der Malerei halt eben ja auch wunderbar mal weglassen. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg, viel Spaß vor allen Dingen. Hab Freude beim Malen und hab einen schönen Sonntag. Tschüss! Ja, wenn dir das Video gefällt, bitte liken. Dankeschön und danke auch für dein Abo und deinen Kommentar. Tschüss!